wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Herr Kuckelhaus, wir haben schon über Roboter gesprochen. Wer bringt mir denn in Zukunft mein Paket? In Zukunft wird Ihnen in den meisten Fällen immer noch der Mensch das Paket bringen. Ich dachte, Sie haben dann Drohnen. Ja, wir haben Drohnen, aber man muss immer schauen, wo sind denn Drohnen am sinnvollsten einsetzbar. Am sinnvollsten sind sie dort einsetzbar, wenn sie keine oder eine sehr schlechte logistische Infrastruktur zur Verfügung haben. Dort, wo wir beispielsweise das jetzt auch durchführen in Afrika, um Medikamente sehr schnell Endkonsumenten zur Verfügung zu stellen, wo sie mit Autos oder so nicht leicht hinkommen. Inwieweit ist denn die Drohne als Lieferant noch Zukunftsmusik oder wie sehr ist die schon im Jetzt angekommen? Das Technologische, würde ich sagen, da sind wir eigentlich schon sehr, sehr weit. Aber regulatorisch dürfen sie vieles nicht, was sie vielleicht machen wollten. Wann wird denn die Drohne so weit sein, dass sie all das beliefert, wo Sie heute sagen, da wäre es schön, wenn eine Drohne fliegen würde? In den nächsten 20 Jahren werden wir noch keine City Logistics rein mit Drohnen finden. Das macht auch gar keinen Sinn, weil Drohne immer ein Point-to-Point-Delivery ist. Das bedeutet, sie fliegen von einem Punkt zum nächsten und Logistik lebt immer von Konsolidierung. Also beispielsweise über ein Elektro-Zustellfahrzeug so etwas in einen Milkrun zuzustellen, ist immer effizienter, als das in einer Point-to-Point-Lieferung zu machen. Also hier müssen wir sehr genau hingucken, wo macht das auch Sinn und uns nicht immer von der Technologie zu stark hypen lassen. Vielen Dank. Gerne.